Guten Morgen, wir haben gerade ein super leckeres Frühstück in unsere Villa serviert bekommen und das werden wir jetzt hier draußen essen, weil das Wetter wirklich wunderschön ist. Ich wollte eigentlich den Kleinen gerade stellen und schaut mal, was ich sehe. So süß, die beiden Männer von mir. Hallo, Schatzi. Erzählst du Geschichtchen, hä? Erzählst du Geschichtchen? Mein Schatz. Ja. Der Kleine wird gerade frisch gewechselt und hier ist es echt sehr warm, deswegen glaube ich, reicht einfach so ein kleiner Body aus. Wir haben heute Morgen mal richtig schön ausgeschlafen, tat richtig gut. Dann hatten wir Frühstück bei uns in der Villa, was auch total schön war. Und jetzt sind wir auf dem Weg, um ein paar Bilder zu machen. Wir haben uns eine sehr schöne Shooting-Location ausgesucht, die wir am ersten Tag schon gesehen haben. Wir müssen auch ein bisschen Content erstellen für Firmen. Es ist ja so, dass man als Reiseblogger sehr, sehr viel umsonst bekommt, wenn man zum Beispiel mit Airlines oder Hotels zusammenarbeitet. Aber man muss ja auch von irgendwas seine Miete bezahlen. Und da ist es so, dass wir mit unterschiedlichen Firmen zusammenarbeiten und für die Content erstellen und das werden wir jetzt gleich machen. Also schauen wir mal, ob die Bilder dann gut werden. Unser kleiner Mann liebt übrigens seinen Kinderwagen. Das ist richtig krass. Sobald wir den da reinsetzen, ist er extrem ruhig und schaut sich alles an. Aber es ist auch natürlich echt sehr, sehr viel zum Anschauen, was er hier hat, denn es ist wirklich wunderschön hier. Zum allerersten Mal seit der Geburt gönne ich mir heute etwas. Das Hotel hat uns eingeladen zu einer Massage. Wir haben es so gemacht, dass ich als Erste gehen werde, dann bringt Iqbal den Kleinen und ich nehme den Kleinen mit und dann geht er, sodass immer jemand aufpasst und ich hoffe, dass es gut klappt. Ich habe auch ein bisschen Milch abgepumpt, damit der Kleine was hat, falls er quengelt und Iqbal kann ihm dann die Milch aufwärmen. Wobei ich hoffe, dass er sie nicht braucht, denn dann haben wir sie noch als Vorrat. Ich zeige euch jetzt mal, wie das bei mir so ausschaut. Der kleine Mann ist im Hintergrund. Der möchte nämlich gleich gestillt werden. Ich still ihn noch mal, bevor wir losgehen. Auf jeden Fall sieht das so aus. Also da ist die abgepumpte Milch. Ist echt mega praktisch, dass wir hier so einen großen Kühlschrank haben. Wir haben sogar ein Eisfach. Also echt super praktisch. Und das ist die Milch für den Kleinen. Wahrscheinlich braucht er sie gar nicht. Also es wäre ziemlich gut, wenn er sie nicht braucht. Aber dann hat er etwas im Vorrat. So, wir haben uns jetzt noch mal ein bisschen frisch gemacht. Und jetzt werden wir ein paar schöne Bilder beim Sonnenuntergang machen, hoffentlich. Der Kleine hat auch eine Badeshorts an und wir wollen mit ihm zum allerersten Mal schwimmen gehen. Das machen wir ja tagsüber nicht, weil es einfach noch zu heiß ist. Aber so kurz vor oder nach Sonnenuntergang ist es richtig gut und deswegen schauen wir mal, ob er das Wasser genauso mag wie wir. So sieht das aus, wenn wir zu dem Strand laufen. Wie gesagt, ist das hier echt sehr dschungelmäßig und gefällt uns wirklich sehr, sehr gut. Der Kleine schläft noch und schaut mal, wie wunderschön die Atmosphäre gerade ist. Und wir warten jetzt auf den Sonnenuntergang. Drückt uns die Daumen, dass er richtig schön wird. Also da sind die Farben gar nicht mal so berauschend. Aber schaut euch mal das an. Dieser wunderschöne pinke Sonnenuntergang. Einfach traumhaft. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserer Dinner-Location. Schaut euch mal an, wie wunderschön das ist. Wir sind allerdings ein bisschen verunsichert, weil wir nicht wissen, was das genau ist, ob wir ein Private-Dinner haben oder ob das ein Restaurant ist. Auf jeden Fall sieht es irgendwie unfassbar romantisch aus und deswegen sind wir echt mal gespannt. Und wir fahren jetzt zu unserem Restaurant und sind schon ganz gespannt, was das ist oder wo es genau ist. Ich glaube, da hinten, wenn ihr das sehen könnt, wo die Lichter sind. Unsere Zeit auf Niyama ist leider schon zu Ende. Wir sind echt ein bisschen traurig. Es ging rum wie im Flug quasi und wir hatten auch sehr schönes Wetter und eine sehr schöne Zeit. Aber Gott sei Dank fliegen wir jetzt noch nicht nach Hause, sondern wir fliegen noch zu einem letzten Resort. Aber trotzdem sind wir ein bisschen traurig, weil ich muss euch jetzt nochmal zeigen, wie unfassbar heftig diese Farben auf Niyama sind. Das ist echt abnormal. Schaut euch doch mal an, das ist eigentlich wirklich wie in der Bounty-Werbung. Gelandet auf Main und der Kleine war so lieb, er hat wirklich die ganze Zeit ganz ruhig auf Pappes angelegen. Und das ist jetzt unser Boot zur nächsten Insel. Gott sei Dank müssen wir nur mit dem Boot fahren, denn das ist mit Wasserflugzeug zwar schön, aber schon immer ein bisschen stressig. Aber jetzt sind wir ganz froh, denn es ist nur 20 Minuten Fahrt bis zur nächsten Insel.
sind jetzt im neuen Hotel angekommen, Grand Park Côte de Paru. Hier waren wir schon mal vor anderthalb Jahren und ich wollte euch jetzt mal zeigen, weil wir wirklich eine wunderschöne Villa haben mit mehreren Schlafzimmern. Das ist das eine Schlafzimmer. Wir haben sogar so ein Babybettchen, was echt praktisch ist. Wir haben das jetzt als Beistellbettchen umgebaut. Dann ist hier ein sehr schönes Badezimmer mit zwei Waschbecken, also für Iqbal und mich und sogar mit so einem Schreibtisch. Und dann geht es hier in unser Badezimmer. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir haben ja zwei Schlafzimmer, deswegen kann man quasi gestört auf die Toilette gehen. Auf jeden Fall ist hier noch eine Badewanne mit einer wunderschönen Aussicht. Und das Schönste ist aber der Blick von draußen. Und zwar schaut euch es mal an. Wir haben einmal hier so eine Liegefläche. Und dann haben wir hier einen sehr, sehr großen Pool und noch so ein Netz. Das zeige ich euch gleich mal. Hier sind die Sachen von dem Kleinen. Dann haben wir noch sogar ein Wohnzimmer. Hier geht es in so eine kleine Küche. Da habe ich so seine Fläschchen, wenn ich abpumpe zum Beispiel. Und das ist unser Wohnzimmer. Wundert euch nicht, dass es ein bisschen messy ist. So ist das mit Kind einfach. Hier haben wir noch so eine Sitzecke. Und da auch. Und wie gesagt, das ist der Außenbereich, der echt mega, mega schön ist. Und dann haben wir noch ein zweites Schlafzimmer. Gerade aufgestanden und schaut, wie süß der Kleine war. So, wir gehen jetzt zum allerersten Mal schwimmen mit dem Kleinen. Das Wetter ist nämlich ideal. Es ist kurz vor Sonnenuntergang und wie ihr sehen könnt, ist Schatten auf dem Pool, was wir brauchen für den Kleinen, weil wir noch nicht in die Sonne mit ihm wollen. Und es ist trotzdem noch richtig schön warm. Deswegen sind wir mal gespannt, ob dem Kleinen das gefällt. Also drückt uns die Daumen. Der Kleine hat die passende Badehose zum Mama an. Darunter hat er ein Schwimmwindelchen an. Und ja, jetzt gehen wir erstmal eine Runde schwimmen. Hier haben wir schon das passende Handtüchlein für den Kleinen rausgelegt, damit ihm nicht kalt wird. Und da hinten ist auch schon jemand, der das Ganze beobachtet. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sieht, so ein Kran. Wir sitzen gerade beim Make-up. Ich werde geschminkt von der lieben Rada und wir shooten später drei meiner Dirndl für meine Dirndl-Kollektion. Und so sieht das Ganze aus und ich zeige euch gleich mal, wie mein Make-up und Haare aussehen. So sieht das Zwischenergebnis aus. Ich liebe, wie sie mir die Haare gemacht hat. Richtig, richtig toll. Und jetzt ziehe ich gleich mal das Dirndl an und dann wird noch der Rest gestylt. Mein Make-up und meine Haare sind fertig. Schaut mal, wie schön es geworden ist. Ich finde es echt ein cooles Ergebnis, vor allem auch mit dieser Flechtfrisur. Auf jeden Fall haben wir ja gestern schon ein Dirndl geshootet und das weitere shooten wir jetzt, beziehungsweise jetzt shooten wir eins und dann zwei weitere später. Leider ist unsere Reise schon zu Ende. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Falls ihr weiterhin möchtet, dass ich euch auf unseren Reisen mitnehme und Vlogs für euch drehe, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch, kommentiert auch sehr gerne. Ansonsten freue ich mich schon auf das nächste Video. Bis bald! Wir haben den kleinen Mann gerade frisch gebadet und jetzt ist er fertig für den Rückflug. Ich liebe es immer, ihn zu baden. Das ist so süß. Auf jeden Fall hat er sich jetzt eingekuschelt ins Handtuch und dann ist er ganz frisch für den Rückflug.